Auf der A1 Richtung Puttgarden. Von dort wollen Bettina und Rüdiger mit der Fähre über Dänemark nach Schweden. Hoffentlich geht es dort netter zu als auf deutschen Autobahnen. Komm on, der fährt genauso blöd, dass ich nicht überholen kann. Das ist Nötigung, ist das für eine Arschmade. Ja, der will dich jetzt ärgern. So noch blöd gegrinst hat er jetzt noch. Ah ja. Hör mal, jetzt überholt er. Ah ja, der kann jetzt gleich Gas geben, was man lacht. Jetzt bleibt er bestimmt auf der Mittelspur 2 Kilometer lang. Ja, Alter. Wir sind letzte Woche mit dem PKW längere Strecke gefahren. Da sind wir morgens um 3 Uhr weggefahren. Und die ernsten Autos, die gefahren sind, sind auf der Mittelspur morgens um 3 oder 4 Uhr gefahren. Bei einer dreispurigen Autobahn fahren die in die Mitte. Und fahren da mit 100, 120. Ne? Und wir haben ein Restfahrgebot. Restfahrgebot haben wir. Wenn es nach Bettina ginge, kämen die Autofahrer nicht so billig davon. Der LKW-Fahrer muss alle 5 Jahre hier sitzen und muss da lernen, ja. Muss ich so belehren lassen. Aber der Autofahrer, der fährt, der kriegt den Scheiß zusammen, ehrlich. Da gibt es ja so viele Unfälle, ja, wo die PKW-Fahrer sich vom LKW vorne an der Einfahrt, gerade wenn Stau ist oder irgendwas, oder zäh fließender Verkehr. Da haben halt tote Winkel. Ich bedenke nicht, dass du die gar nicht sehen kannst. Das täuscht nämlich unglaublich, dass du vorne, das sind vorne weg mal 2 Meter, wo du vorne gar nichts siehst. Das sind mehr Meter. Deswegen misst eigentlich jeder, der den Führerschein macht. Ja? Mal ein paar Stunden auf dem LKW mitfahren. Ja. Und ich stehe den wunderbar sehr, wenn mein Mann die Füße nicht davor hebt. Ne? Ja, jetzt brauchst du weil sowieso er so bequem nicht. Jetzt brauchst du nur beim Abbiegen. Ja? Die beiden wollen sich ihre Schwedentour nicht vermiesen lassen. Guck mal, da steht schon Fährmann, Fähre, Puttgarden. Ah, guck mal da, Puttgarden, Fähre, da müssen wir hier. Ich denke mal, das wird richtig frisch auf der Fähre heute. Ui. Da muss ich mal Kippel aufsetzen her und muss mal Kapp aufziehen. Ne? Für uns ist Schweden jetzt mal ein bisschen Abenteuer, weil zu zweit waren wir ja noch nicht in Schweden. Ja? Mit dir ist jede Fahrt Abenteuer. Das kann ich das sagen. Also ich war ja, ich glaube, vor 2 Jahren oder vor einem Jahr war ich in Schweden, habe ich eine schöne Schwedentour gehabt. Schön und etwas eintönig. Jetzt bin ich in Schweden, links und rechts nur Wald. Vor lauter Wald die Schweden nicht gesehen. Und mit der Verständigung war es auch so eine Sache. Beim Abladen, der hat alles gebabbelt, ich hab gebabbelt. Der hat mich angeguckt, ich hab ihn angeguckt. Ich glaube, wir haben beide nichts verstanden. Aber trotzdem hat Bettina sich köstlich amüsiert. Ich bin halt schon stolz auf mich, weil ich halt allein auf Tour gehe. Am Montag hatte ich noch ein bisschen Bammel, wie das ist mit dem neuen Silo, was wir da haben, weil ich ja noch nicht mitgefahren bin. In Sachen Schweden macht Bettina keiner was vor. Also wenn wir nach Schweden fahren, ist es für uns ganz normale Tour. Nur wenn wir über diese Brücke fahren, das müssen wir, glaube ich, vorher buchen. Ja, weil unser Mautgerät, das ist noch nicht freigeschaltet für Skandinavien. Und die buchst du dann halt. Die habe ich jetzt gestern Abend schon gebucht, für heute und für morgen. Für 24 Euro für 2 Tage. Und dann kannst du dort oben so viel fahren. Also es ist viel günstiger, wie in Deutschland zu fahren. In Deutschland bezahlst du für 100 Kilometer grobe 20 Euro. Und Späße kriegt man natürlich auch ein bisschen mehr, ne? Ja, wenn du ins Ausland fährst, kriegst du auch mehr Späßen wie in Deutschland. Ja, aber ich glaube, die fallen bei mir immer unter den Tisch. Die fallen bei dir unter den Tisch, weil du das ganze Jahr viel Geld kostet. Hallo? Also sowas. Dabei habe ich mal gar keine Klamotte groß. Schweden ist auch eher für preiswerte Möbel bekannt. Ich glaube, der vor uns hat uns wieder ausgebremst und meine Frau hat es wieder nicht gemerkt. Ne? Der hat mich nur 2 km/h ausgebremst. Das langt schon, dass du wieder überholt wirst. Naja, ich fahre 86, aber was fährt denn der? Meine Frau, die stellt dir ein Tempomat ein auf 85 und dann fährt sie, wenn sie ausgebremst wird. Merke ich nicht. Die fährt eine Stunde lang dann im LKW hin und noch. Jo, ich hab's halt gern. Wenn der bloß 79 fährt und dann fährt sie halt mit 79 hin und noch und merkt's nicht. Der will sich bestimmt vor dir einen Platz auf der Fähre sichern. Liebe ich dich. Denn wenn du bei mir bist, zählt nur der Augenblick. Du bist ein Vagabund, bist immer auf der Reise. Ich
stimmt eigentlich, ja? Nur trägst die Freiheit im Gepäck, niemand hält dich fest. Du bist ein Vagabund und du gehst ganz leise. Ich würde mit dir gehen, wenn du mich nur lässt. Guck mal, sind wir jetzt überhaupt richtig gefahren, ja, ne? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Du machst mal das Navi weg. Ich fahre immer nur geradeaus. Vor lauter Singen. Beim Schlager wird alles so schön besungen. Und ich meine, wir haben ja viel Stress durch viel Terminarbeiten. Man hätte manchmal schöne von Termin Liebeslieder, Texte, ne? Ja. Ja, das ist auch Ablenkung, wenn, ja, wenn du fährst und die Müdigkeit schleicht sich so ein bisschen ein. Ja, dann machst du mal kurz Fenster auf, frische Luft rein und dann gib ihm. Das geht dann aufs Gemüt, das holt einem so ein bisschen runter und das finde ich toll. Ja. Und die frische Luft riecht schon ein bisschen nach Meersalz. Schön, man kann die Ostsee schon sehen. Wunderbar, ach guter Gott, das ist so eine schöne ausgebaute Strecke und ich darf nur 50 km/h fahren. Oh shit. Oha, das ist ziemlich eng für LKW, ne? Oh, oh, oh. Da muss ich aufpassen, dass kein Spiegel fliegt, guck mal, wo der fährt. Oh. Der fährt auf der gelben Linie. Oh, oh je. Oh shit.